Auf der Slackline gehen, sprich auf einem gespannten Riemen, der nur 2, 2,5 cm breit ist, ist schon eine gewisse Kunst. Manche können das in großen Höhen, über lange Strecken. Und zwei Bayern, die haben es jetzt sogar noch geschafft, das Ganze mit verbundenen Augen auch noch hinzukriegen. Es ist die längste Strecke, die je blind auf einer Slackline gelaufen wurde. Lukas Irmler und Friedi Kühne haben in Russland einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die zwei Bayern balancierten 55 Minuten mit verbundenen Augen auf einem knapp einen Kilometer langen, nur 2,5 Zentimeter breiten Band. Ort des ungewöhnlichen Schauspiels war ein Canyon in der Nähe der russischen Stadt Kislovodsk. Die größte Herausforderung war die Konzentration ohne Orientierung aufrechtzuhalten. Bei wechselhaftem Wind überboten Lukas Irmler und Friedi Kühne den bisherigen Weltrekord um rund 300 gelaufene Meter. Der Rekordlauf wurde sowohl bei der ISA, der International Slackline Association, als auch beim Guinness Buch der Rekorde zur Anerkennung eingereicht. Er steht schon mehrfach im Guinness Buch der Rekorde. Er hat im Lauf seiner Karriere etliche Weltrekorde und Weltbestmarken aufgestellt. Heute ist er zu Gast aus Freising rübergekommen. Das Ganze allerdings nicht auf der Slackline, sondern ich nehme an, irgendwie öffentlich oder mit dem Auto. Herzlich willkommen, Lukas Irmler. Danke, ich freue mich immer wieder hier zu sein. Verrückte Idee, mal wieder, dass du sowas anpackst. Hat sich irgendwann völlig dann sozusagen übermannt, dass du sagst, komm, Höhe haben wir, Länge haben wir an der Line, jetzt müssen wir was ganz anderes machen. Jetzt ziehen wir uns einfach mal die Kapuze über die Augen. Ja, im Grunde geht es immer um eine Herausforderung. Wir suchen immer wieder neue Herausforderungen. Wir versuchen immer, das Slackline wieder neu zu interpretieren oder einfach was Neues hinzuzufügen, um es schwieriger zu machen. Und das blinde Laufen auf einer Slackline ist natürlich deswegen schwierig, weil man viel weniger Orientierungspunkte hat. Also normalerweise orientiert man sich natürlich sehr visuell mit seinen Augen im Raum, wie man sich bewegt auf der Slackline, weil man ja eben auf einem beweglichen Untergrund ist. Ne? Also man hat da keine Referenz von der Slackline selbst. Und da helfen die Augen recht viel. Und wenn man das dann noch wegnimmt, dann muss man sich tatsächlich 100% auf sein Gefühl verlassen. Und das macht es dann extrem herausfordernd. Also es gibt viele, die können nicht mal auf der Teppichkante balancieren, mich eingeschlossen. Wenn du da rauf gehst und sagst, okay, jetzt probiere ich es. Ich verbinde mir die Augen. Bist du dann komplett auf, sag mal, deine Fußsohlen angewiesen, dass die dir alles übertragen ist? Oder ist das einfach schon so eine Routine bei dir, du kannst blind gehen? Im Grunde genommen kann ich auf so einer Slackline relativ gut blind gehen. Es ist aber einfach, im Prinzip übernehmen die anderen Sinne. Ne? Man nimmt die Augen weg, also muss eben das Gefühl, also die komplette Sensomotorik, also das Muskelfeedback muss einem sozusagen sagen, wie man sich bewegt, wie man sich steht. Zum anderen hat man aber noch den Gleichgewichtssinn im Ohr, der einem ja auch ein bisschen sagt, wie die Lage des Kopfes so ist. Und das alles zusammengenommen hilft dann sozusagen, dass man auch ohne die Augen, sozusagen ohne das visuelle Feedback auf so einer Slackline die Balance halten kann. Und es ist natürlich dann schon bei mir so, dass das meiste reflexhaft funktioniert. Also die Schritte auf der Leine, das geht so vor sich hin. Man versucht dann im Prinzip den Kopf eher abzuschalten, zu beschäftigen und den Körper sozusagen alles erledigen zu lassen. Ja. Nun wart ihr in Russland, in Georgien, in Kislovodsk. So, heißt das nette Städtchen. Ist ungefähr wie groß die Stadt? Ah, das ist schwierig zu sagen. Es ist eine ziemlich kleine Stadt, es ist eine sehr ländliche Gegend dort. Also ich würde mal sagen, das hat nicht mehr als 20.000 Einwohner, also halb so groß wie Freising. Ländliche Gegend, sagt der Mann aus Freising. Ja, ja, na, also das ist wirklich ländlich. Da gibt es Kühe, Schafe und so weiter und so fort. Das haben wir in Freising nicht so viel. Na, also es ist eine schöne Gegend, absolut. Und es ist sehr nah an der georgischen Grenze. Also man ist weit weg von Moskau, man ist weit weg von allen politischen Themen. Da ist wirklich Zwischenmenschlichkeit noch sehr hochgeschrieben, sehr große Gastfreundschaft vorhanden. Und da fühlt man sich absolut wohl. Warum muss es jetzt Russland sein? Naja, also grundsätzlich ist es für mich immer wieder spannend, neue Länder zu sehen. Ich war erst einmal davor in Russland. Also für mich war es jetzt schon auch einfach toll, das Land mal ein bisschen näher kennenzulernen. Zum anderen ist es aber einfach so, dass in Europa gerade Genehmigungslagen für solche langen Slacklines extrem schwierig und extrem aufwendig sind. Und in Russland funktioniert das tatsächlich noch ein bisschen einfacher. Und wir hatten da ein paar russische Kollegen, die uns da geholfen haben dabei. Und das war einfach eine gute Gelegenheit, um so eine 1-Kilometer-Leine da sozusagen ohne großen bürokratischen Aufwand aufzubauen. Ihr müsst da Genehmigung. Ich hätte gedacht, so Slackliner, das ist noch so die letzte wilde Bastion. Die gehen einfach, zack, die spannen das Ding, machen und hauen danach wieder ab. Die Guerilla. Ich wünschte, es wäre so. Na, also natürlich, der Slackline-Sport ist ein freiheitsliebender Sport und der findet in den Bergen statt. Und da darf man relativ viel machen. Das Problem ist natürlich nur, wenn die Slackline so lang wird, also 1 Kilometer lang, dann stellt sie einfach ein Luftfahrtsicherheitshindernis dar. Das heißt, da kann ein Helikopter, ein Rettungshelikopter reinfliegen, da kann natürlich auch ein Paraglider reinfliegen. Und das ist natürlich auch Sachen, wo wir selber um unsere Sicherheit besorgt sind, aber natürlich auch andere Leute nicht gefährden wollen. Das heißt, man muss einfach in Deutschland oder Europa dafür sorgen, dass das als Luftfahrtsicherheitshindernis in die Karten eingetragen wird. Und das ist machbar, aber es ist natürlich
erfordert einiges an Vorlauf, erfordert einiges an Kosten, die man auch übernehmen muss dafür. Und es macht das Ganze einfach nicht so flexibel, weil man am Ende des Tages natürlich schwierig 3 Monate im Voraus genau dieses Schönwetterfenster planen kann. Gell? Du bist jetzt ein offiziell anerkanntes russisches Luftfahrthindernis? Ja, so kannst du das sagen. Ja. Also als Slackliner in diesen Höhen, in diesen Längen ist man tatsächlich ein Luftfahrtshindernis. Aber es ist natürlich eine tolle Sache, wenn das dann trotzdem eingetragen ist und man da keine Angst haben muss, dass da ein Flugzeug reinfliegt. Wie war es denn jetzt nachher drauf? Also, du hast mir vor der Sendung schon gesagt, die letzten Tage war es dauernd, hat es geregnet. Es war permanent windig. Das sind ja genau die Bedingungen, die ihr nicht braucht. Genau. Na, wir hatten verdammt Glück. Die ersten 10 Tage, die wir dort waren, war es sehr stabiles, sonniges Wetter. Da war eigentlich die einzige Gefahr, das einzige Problem, dass es immer nachmittags zu so leichten Gewittern kam oder so in der Gegend leichte Gewitterquellwolken aufkamen. Und da muss man dann einfach vorsichtig sein, weil man ist halt eine lange Zeit auf der Slackline unterwegs. Und wenn eben starker Wind aufkommt, dann kann man nicht mehr so schnell laufen. Dann wird es extrem noch zeitaufwendiger, um darüber zu kommen. Und wenn dann eben so ein Gewitter reinzieht, das ist halt tatsächlich gefährlich, weil natürlich im schlimmsten Fall in so eine Leine der Blitz einschlagen kann. Und das ist schon vorgekommen. In die Leine? Ich hätte gedacht, wenn du da mit der Teleskopstange, mit der GoPro dann filmst, dass die eigentlich so ein Punkt wäre, wo es dann, wenn, dem Blitz. Ja, also die Leine ist natürlich über 1 Kilometer, erstreckt sie sich da über das Tal. Das heißt, auf weiten Strecken ist die Leine der höchste Punkt in dieser Umgebung. Und es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass in so lange Lines dann wirklich im Gewitter mit Regen dann auch wirklich der Blitz einschlägt, sich eine Entladung tätigt und die Leine dadurch reißt. Da war bisher nie jemand auf der Leine zum Glück und das wollen wir natürlich auch so weiter beibehalten. Dementsprechend muss man einfach wirklich aufs Wetter gucken und wenn das Wetter in den nächsten Stunden unsicher ist, dann darf man einfach nicht auf die Leine gehen. Jetzt hast du erklärt, Russland ging ganz gut, weil behördentechnisch einfacher zu handeln, aber du musst ja auch erstmal wissen, wohin da genau. Das ist ja nun kein kleines Örtchen so, sondern du musst ja irgendwas finden. Und diese Canyons, die man gesehen hat, das sah ja aus wie Nordamerika oder gibt es auch in Asien. Also woher weißt du denn, wo so ein Ding steht, weit genug auseinander, dass du da so eine Leine spannen kannst? Genau, also die Spotsuche oder die Logistik für sowas natürlich immer entscheidend. Und da war jetzt in Russland natürlich auch ein großer Faktor, dass die einfach ein paar sehr motivierte Slackliner haben, die auch dort in der Nähe in Kislovodsk ein Slackline-Festival veranstaltet haben, jetzt quasi eine Woche nach unserem Weltrekordversuch. Und die haben eben im Prinzip vor Ort diesen Platz gefunden, haben eben herausgefunden, dass das ein toller Platz für eine 1-Kilometer-Leine wäre, der Canyon groß genug, tief genug ist und haben uns dann sozusagen eingeladen und gefragt, ob wir da Teil des Ganzen werden wollen, dazustoßen wollen und natürlich auch Equipment mitbringen wollen, um das dann so zu realisieren. Wie viel ist denn da nötig? Also was musst du mitbringen? An Equipment, an Zeit? Klar, und an Geld. Ich meine, da sind ja Kameraleute alles mit dabei. Ist ja nicht mehr so ein Ein-Mann-Unternehmen. Jemand, der in den englischen Garten geht und sich zwischen 2 Bäumen mal so eine kleine, kurze Slackline spannt. Genau, es ist nicht mehr ganz so einfach. Gerade solche langen Leinen, da haben wir ein sehr spezielles Setup dafür. Das wurde jetzt auch vor kurzem von einem Schweizer Hersteller erst entwickelt. Vor einem Jahr, wo man im Prinzip 50 Meter Elemente hat man da, die man aneinander hängt. So kann man dann im Prinzip jede Länge realisieren. Und es bleibt aber trotzdem noch handhabbar, weil man muss das Ganze ja im Flugzeug transportieren. Da hat ein Gepäckstück 30 Kilo. Und so eine 1000 Meter lange Leine, die passt dann nicht mehr in ein Gepäckstück. Und so kann man es dann eben splitten auf mehrere Gepäckstücke aufteilen. Ja, es sind jetzt bei der 1000 Meter Leine ziemlich genau 60, 70 Kilo Bandmaterial. Das geht eigentlich noch. Da hat man natürlich noch die Ankermaterialien, Seile und andere Sachen, die man dafür braucht. Also ich würde jetzt mal grob geschätzt sagen, dass man da schon so 100, 150 Kilo Material hat. Das war jetzt dort auch sehr einfach. Man konnte da mit dem Auto natürlich relativ nah an den Spot ranfahren. Da muss man es nicht weit tragen. Im Gebirge wird es dann manchmal herausfordernder. Jetzt habt ihr das Ganze eingereicht bei der ISA, der International Slackline Association, und auch beim Guinness Buch. Wie oft stehst du eigentlich schon drin? Ich habe 3 anerkannte Guinness-Rekorde momentan. Das wäre dann der 4. Und das sieht ganz gut aus momentan. Die ISA, also die Internationale Slackline Association, die sozusagen zertifiziert, dass das ein Rekord ist für die Slackline-Welt. Und das Guinness-Buch erkennt es dann sozusagen nur noch an. Und da sieht man auch ein bisschen, dass sich der Slackline-Sport schon weiterentwickelt hat. Also wir haben jetzt wirklich diese Association, die weltweit sozusagen Vereine zusammenführt. Wir sind jetzt gerade dabei, in München haben wir den Slackline-Verein jetzt gerade gegründet. Also wenn jemand Lust hat, sich da anzuschließen, gibt es da in der Zukunft auch eine Anlaufstelle. Und die wird sicherlich auch dazu führen, dass der Sport hier sich noch mehr etabliert. Wird irgendwann allein über die ganze Stadt, auf der du dann so hin und her dich bewegst? Die Frauenkirche wäre immer noch ein großer Traum von mir. Ich glaube, da werden die Behörden mal schauen wir mal. Ganz große Auflagen haben. Flugsicherheitshindernis ist es auf jeden Fall. Aber da fliegt doch aber nichts drumherum, um die Frauenkirche, oder? Schwebt da mal ein Heli? Nee. Es ist nah genug am Flughafen wahrscheinlich, dass es noch gilt. Ach, Mensch, da. Lukas, danke, dass du da warst. Herzlichen Dank. Bin gespannt, was die nächste Aktion wird. Mir fällt sicher was Neues ein. Ja, ich nehme es auch an, ja.